Mit. Und nochmal eine 1000er Goldstatue. Ja, also es geht sich auf. Hätte ich vielleicht ein kleines bisschen mehr Gold investiert und vielleicht noch einen Helden mehr mitgenommen, der Schaden macht, wäre das eine echt gute Methode, an Gold zu kommen. Schade. Echt. Ich hatte gerade damit, sie direkt zu heilen oder beim Kampieren die 8 auf einmal zu verbrauchen. Aber dafür müssten die da und der da auch nochmal Schaden bekommen. So, du bitte nach vorne. Damit er sofort das Finale machen kann. Nix und wieder kein Scout. Schade. Oh, eine kleine Truppe. Das ist okay. Finalisiert ihn einmal weg. Step. Oh, sogar 5-mal. Okay. Du. Dot und tot. Nein, ein HP fehlt noch. Ne? Tut, tut. Press this advantage. Give them no quarter. Sauber. Echt sauber. Du. Ordne an. Hier. So, jetzt kostet noch irgendein Lootraum in der Kiste und ich bin glücklich. Schön, wenn ich jetzt nicht sterbe. Ja, stresst die Gestresste. Vielleicht dreht sie ja positiv durch. Zeig her. Nein, sie ist selbstsüchtig. Self-preservation is paramount at any cost. Step die Stresserin. Leider nicht. Ja, Faden. Pieks ist in Ordnung. Wow, wow, wow. Das war ganz schön viel. Ach, ne, die kannst du nicht bluten lassen. Step sie? Oder... Ja, sie macht nur Stress. Er macht uns tot. Step den. Du tötest ihn. Ja, sehr gut. Die da muss ich immer noch aufpassen. Du machst bitte einen Dot auf den da, weil der einen Pottwert hat. Jo, der hält auf jeden Fall noch 3 Runden aus. Nun, den hättest du ausweichen sollen. Das hältst du nicht mehr lange aus, Bade. Das wäre fast schon okay, wenn sie nach vorne kommt, ja. I find the artifacts to kill the fiends. Das ist das Plan. Warum stresst das euch? Das ist eine sehr okay Aussage. Du dort. Gehen weiter. Jupp. Das könnte sie schon fast an die Death Door bringen. Nein. Ich habe keinen Schlüssel dabei. Okay, schade. Du dort. Ja. Gut, du Finale auf den. Das könnte eventuell nicht reichen. Bei ihr wäre es auf jeden Fall tot. Da hätten wir einen Stresser. Ne, mach Finale auf ihn. Und dann bleibt es eher kaputt. Sehr schön. Jetzt darfst du die da langsam runterschnetzeln. Und du gibst den Rest. Nein? Nein. Ein doofer HP. Mach den doofen HP weg. Jut. Dafür, dass du gerade am negativ durchdrehen bist und selbstsüchtig und so weiter, gehst du aber ganz schön ab mit deinem Ego. Da. Wobei es wahrscheinlich mit dem selbstsüchtig Paar zu tun hatten. Da. Oh, das Ende für den Baden. Ja, 2 Runden lang muss er jetzt der Story überleben. Gucken wir mal. Du Schnetzel. Die Heilerin kann von hier aus nicht heilen. Töte ihn. Ich darf mich jetzt nur nicht bewegen.
So, und dann kapiere ich jetzt für 8. Damit ist er von der Death Door wieder weg. Und guck mal, was sie so für Fähigkeiten hat. Du könntest Blutung beheben und heilen. Kostet nur 2 Punkte. Kannst Resists erhöhen. Kannst ein Trinket erstellen. Das machst du auf jeden Fall mal. Blümchen. Was? Das sind sehr coole Blümchen. Amelie-Skills nur für den Plague Doctor. Trotzdem, das Grün müsste 1250 Gold wert sein. Du kannst Stress reduzieren. Oder so ein Trinket erstellen. 40% Stun-Chance. Aber wahrscheinlich eher auch verkaufen. Dann machst du nochmal die Blutung weg. Du heilst auch so ein. Reproduces a random supply item. Okay, sie ist immer noch gestresst und macht davon nicht so viel. Trotzdem auch eine nette Fähigkeit. Wobei ich das jetzt nicht so super gebraucht hätte, aber egal. Du entstress mal. 30? 30. Dich. So, 0 Punkte. Rest. Ja, du stresst wieder, alles in Ordnung. Wir werden überfallen. Aber nur von 2, das ist völlig okay. Du nach vorne piekst. So, töte den. Oder auch nicht. Ein HP heilen. Nee, lieber töten. Du dort den. Jetzt darfst du uns einmal bumpen. Bump. Wow. Dankeschön. Dollar Bam. So, der ist jetzt schon tot wegen dem Dot, aber trotzdem gebe ich ihm so den Rest. Schön. Und dass die Stacks so hoch gehen. Das ist echt schick. So, du orientier erstmal das alles neu. Du bitte nach ganz hinten. Genau. Knack das Ding auf ohne einen Schlüssel. Boah, nur Pacha. Das ginge noch besser. Fuck. Ich hab vergessen, das Licht auszumachen. Denn wäre es wahrscheinlich mehr in der Kiste gewesen. Was genau hast du davon? Ich nach. Du hast die Falle überlebt, okay. Du bist eh schon am Durchdrehen, das ist egal. Vermutlich letzter Raum jetzt. Okay, kein Kampf, dann doch nicht vermutlich letzter Raum. Ich hab keine Schaufel. Nee, Schaden wird zu tödlich. Ich gehe zurück und gehe dann in den Raum nochmal. Eine Kiste oder so. Oh Gott. Da könnte noch was Tolles mit drin sein, richtig? Ja, 100 Gold. Wow. Oh, eine große Kiste. Aber jetzt könnten Helden auch sterben. Du mach Schaden auf den, damit er schnell weg ist. Schaden auf den, damit er schnell weg ist. 2. Genau die richtige. Alle bitte auf sie. Sie hat noch am meisten HP. Sie ist unser Tank gerade. Du dort bitte. Weil wir an denen auch gleich rankommen. Das wird der Bade wieder in der Death Door sein. Und ausgewichen. Du
Du sitzt eine Runde aus. Das ist eine super Entscheidung. Nächste Death Door? Nein. Komm schon. Ein Vierer-Treffer noch. Nächste Death Door. Okay. Zwei Helden an der Death Door. Beide in der ersten und zweiten Reihe. Zack. Bye, bye. So, unser Bade dreht durch. Und er wird irrational. Ja, viel Spaß. Du. Das war vielleicht keine so gute Idee. Nein! Warum tust du sowas? Das doch. Gott sei Dank doch keiner von denen. Was machst du? Du kicherst einfach nur. Warum machst du so wenig Schaden? Verdammt. Und du bist in zwei Runden, drei Runden. Drei Runden tot. Das halten wir nicht so lange aus. Töte den. Okay. Haben wir noch die beiden. Du dort den angeschlagen. Ist ja schön, wenn er überlebt, weil wahnsinnig wichtig. Hau den. Reicht leider immer noch nicht. Und töte den. Reicht leider immer noch nicht. So, jetzt ist er tot. Okay. Das heißt, der hier könnte noch einen von beiden töten. Nächste Runde. Irgendwie nicht kaputt nehmen. Wir müssen noch zwei Runden überleben mit 200 Death Door. Ja, ist okay. Du Stabby Step Step. Guter Step. Du finalisier ihn. Der Bade sollte jetzt überleben, richtig? Weil du eher den da piekst. Schöner Treffer. Ja. Okay. Ja, drehen gleich alle durch. Ist in Ordnung. Du töten. Töten. Töten, er ist tot. Weiß noch nicht. Okay. Nächste dreht durch. Positiv. So, du. Off with his head. Ja, er ist ein Wunderland. Super. Sehr gut. Also, auch das überstanden. Natürlich ist es ein bisschen doof, dass gerade die eine Heldin gestorben ist. Aber, ja. Ich denke mal, die werden auch eine Heldin werden nach dieser Mission. Na, ich werde sie nicht bestehen, die Mission. Sie kriegen Erfahrungspunkte. Ja, trotzdem nicht so schlimm, weil wir kriegen halt inzwischen zwei Helden. Also mach das mal auf. Und es ist nichts drin. Boah, das ist doch doof. Na gut, ich hau jetzt ab und nehme das ganze Gold mit. So. Zeig mir das ganze schöne Gold. Also ich würde sagen, das ist definitiv mehr als die 600 Gold, die wir investiert haben. Vor allem was Ressourcen angeht. Schön. Und hier, genau, du bist tot. Und das ist völlig in Ordnung. Ah, das ist völlig in Ordnung. All the decadent horrors I have seen pale in comparison to that final crowning thing. Unser wichtigstes Trinket, das Heiltrinket, hat Penumbra gerade verloren, weil sie, ja, sie betrunken hat. Nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Zeig mir unten die Einerhelden. Ja. Was haben wir als Ersatz?
Als Ersatz hätten wir einen Bounty Hunter, einen Man at Arms. Bounty Hunter ist echt nice. Da habe ich auch noch nicht so viele von. Sind ja bei Klasse. Habe ich nur einen von. Ja, den Bounty Hunter nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Du bist jetzt Goll. So. Kommst rein. Und Roster ist voll. Ja, das stimmt wohl. Allerdings könnte ich die hier unten ja kicken. Nuller Bade. Jetzt, wo ich so viele hier regelmäßig bekomme, ist auch die Chance, dass ich einen neuen Baden bekomme. Nicht schlecht. Und ich habe sie eh nicht benannt. Also kicke ich dich jetzt mal. Bye. 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 So, aufgeräumt. Hab jetzt drei Slots. Kann ich noch was aufstufen? Ich bräuchte viel mehr Zettel und es würde auch nicht so viel Unterschied hier machen. Und hier bräuchte ich die Waffenschmiede und Co. immer noch. Und da fehlt mir viel zu viel. Guckt zwar immer wieder hin, guckt jedes Mal, dass es viel zu viel ist, aber hier genauso. Die Kosten könnte ich reduzieren für 11 Bilder. Das ginge. Da könnte ich kurz tauschen. Tausch mal Köpfe gegen 3 Bilder. So. Kosten reduziert. Und auch optisch hat sich da gerade irgendwas getan. Ist hier unten aufgeploppt. 14 Bilder für nochmal Reduktion. Das spart echt viel Gold. Das spart echt viel Gold. Was kann ich da machen? Achso, einfach nur das runterklappen. Das Ding nutze ich nicht wirklich. Ist auch viel zu teuer. Viel, viel zu teuer. Mehr Barslots, damit ich noch mehr Trinkets verlieren kann. Weiß ja nicht. Aber ich kann überall Trinkets, glaube ich, verlieren. Also hier besäuft er sich, wird ohnmächtig und verliert was. Hier verzockt er die Gegenstände. Beim Brothel bin ich mir nicht sicher. Aber das ist auch das teuerste. Also, ja, ich hatte einfach nur Pech. Hätte auch genauso gut irgendein Billig-Trinket sein können. Lass mal kurz runter. Treatment Cost 13% reduzieren. Für nur 4 Bilder. Ja, mach das mal kurz. Na, die da. So. Strong drink, a game of chance and companionship. Du bist ein bisschen angeschlagen, nimm ruhig das günstigere hier oben. Rest sieht okay aus. Ja, tut hier ist ein bisschen gestresst, was man nicht unbedingt bei einer Bossmission bräuchte. Nee, wobei, sie ist ein Fünferheld, sie macht ja keine Bossmission mehr. Nee, du tickst dann schön passiv runter. Was machen wir jetzt? Nochmal Einer- und Zweierhelden losschicken. Oh, hier ist ein Unholy Slayer Ring. Das klingt sehr gut. Dann mache ich doch mal die Mission hier. Mit Bonsai.